Die gewagte Reise der Hoffnung mit einem Gepäck voller Sehnsüchte und Ängste auf der Suche nach menschlichen Lebensbedingungen. Mit diesen Worten beschreibt Papst Franziskus die Reise der Migranten in seiner Botschaft zum katholischen Weltflüchtlingstag am 18. Januar 2015, die am Dienstag im Vatikanischen Pressesaal vorgestellt wurde. In seiner Botschaft stellt der Papst die Kirche in das Licht der Hilfsbereitschaft als Kirche ohne Grenzen und Mutter aller soll sie vor allem für all diejenigen, die flüchten müssen, ein wichtiger Halt sein. In seiner Botschaft schlägt Franziskus die Globalisierung der Menschenliebe als Antwort auf die Globalisierung des Phänomens der Migration vor. Er warnt vor Vorurteilen gegenüber Migranten und sagt der Menschenfeindlichkeit den Kampf an. Die Menschen sollten den Wert des multikulturellen Charakters der heutigen Gesellschaft erkennen, Ressourcen teilen und auf erworbenen Wohlstand verzichten, so der Papst. Joseph Kalati Parambil, der Sekretär des päpstlichen Rates der Seelsorge für die Migranten und Menschen unterwegs, hat während der Pressekonferenz betont, dass mehr als 50% der weltweiten Flüchtlinge Kinder sind und die Anzahl der minderjährigen Flüchtlinge stetig steigen. 2013 befanden sich nach UN-Angaben weltweit so viele Menschen auf der Flucht wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR waren es 51,2 Millionen Menschen und damit 6 Millionen mehr als im Vorjahr. Der starke Anstieg gehe vor allem auf den Syrien-Konflikt zurück.